Ja, huhu, hier wieder beim Koali und bei Blood Bowl. Wir machen noch ein Spiel für heute. Habe ich mir gerade so aus den Rippen gereiert. Schreibt man das eigentlich so? Aus den Rippen gereiert? Eigentlich nicht. Eigentlich passt das überhaupt nicht zusammen. Egal. Wir fügen kein Geld in unsere Teamkasse hinzu. Und wir haben 80.000 Gold für Erweiterungen zur Verfügung. Wir kämpfen gegen The Cursed Assassins. Das ist, glaube ich, ein vom Bild her ein Goblin-Team oder ein. Die sind ziemlich nervig. Ja. Wir machen hier wieder Training und wie immer muss Backfisch dran glauben beim Training. Ist immer die einzige, die man Training abkriegt. Ja. So. Was machen wir dann mit unseren 80.000? Wir können wieder Getränke. Wir kaufen zwei Geschicklichkeitstränke. Einmal für Backfisch und einmal für den Wretch. So, und dann haben wir schon kein Geld mehr und gehen weiter. Und beide haben plus 1 Agilität gekriegt. Sehr, sehr schön. Und die haben, der Gegner hat einen Starspieler, nämlich Bomber Dribblesnort. Und Beanie wurde im Auge behalten. Puh, Gott sei Dank. Ja, haben wir dem nichts verpasst an Tränken. Und die Wiederholungswürfe von unserem, von uns sind um einen gesenkt worden. Das ist fies. Das ist fies, ja. Aber gut. Trolle. Da werden jetzt mindestens zwei Trolle gegen uns sein. Jetzt könnten wir unseren Minotaurus gut gebrauchen, aber wir haben ja noch keinen. Ja. Ich habe auch schon eine Bewerbung für einen Namen bekommen. Für den Minotaurus. Der gute Beru. Ja. Seines Zeichens Footballspieler mal gewesen. Sogar. Ein schönes, chaotisches Stadion. Da muss doch was gehen. Feuer! Hallo und herzlich willkommen! Oh, ich habe wirklich ein gutes Gefühl. Ich glaube, das wird ein Hammer-Match. Vielen Dank für die Unterbrechung, Bob. Ich habe übrigens ein schlechtes Gefühl. Ich glaube, das Match wird ziemlich langweilig. Nein, nein, Jim, das ist unmöglich. Ich habe das Leben meines besten Freundes darauf gesetzt, dass dieses Match der Höhepunkt der Saison wird. So. Ich wusste gar nicht, dass ein Oger deines Umfangs einen besten Freund haben kann, Bob. Nun ja, also ehrlich gesagt habe ich dein Leben gesetzt. Hoffen wir, dass ich mit meinem Bauchgefühl nicht daneben liege. Ja, andere Synchronstimme für Bob. Wo ist denn der Beanie? Da ist der Beanie. Er will sich schon wieder hier von der Linie drücken. So, und ich gucke mal auf die... Ah, okay, nee. Es ist kein Goblin-Team. Wir haben ein Team, das gemixt ist aus Goblins, Trollen und Skaven. Also Rattenmenschen. Wie ihr sehen könnt, die Goblins. Die Skaven sind halbwegs normal, haben relativ niedrige Rüstung, Stärke und Agilität 3. Das heißt, die können mit dem Ball umgehen. Gobos können auch mit dem Ball umgehen, haben aber nur Stärke 2, das heißt, die kannst du ohne Probleme umboxen. Aber die können von Trollen geworfen werden, nämlich von dem hier. Hat der nicht noch einen Troll irgendwie auf der Bank oder so? Was ist denn die Bank? Der hat doch irgendwie einen Starspieler. Wo ist denn der Starspieler? Ach hier, das ist der Starspieler von ihm. Okay, der hat eine versteckte Waffe. Dem müssen wir aufpassen. Das ist ein Gobbo, der irgendwie Bomben schmeißt oder schießt oder so. Okay. Dann haben wir hier einen Goblin, der sich schneller bewegen kann. Okay. Ein plus 1 Stärke Skaven, der ist gefährlich. Ja. Okay. Ja. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Momentan finde ich das jetzt noch nicht so schlimm. Der da ist fies. Oh, es ist die Zeit abgelaufen zum Aufstellen. Ah gut. Müssen wir jetzt mit leben, dass wir jetzt nicht die perfekte Aufstellung hier haben. Brillantes Training.
Wir bekommen einen Wiederholungswurf dazu. Das ist wahrscheinlich doch dann der, der uns geklaut wurde. Erst völlig regungslos und dann zack, mitten ins Gesicht. Ja. Sicher gefangen. Jetzt heißt es nur noch überleben. Aber es ist auf jeden Fall hier, könnte Mischgei es gleich ganz gut auftrumpfen mit seinem Knochenbrecher. Weil die Rüstungswerte des Gegners sind nicht besonders hoch. Wo ist denn der Mischka überhaupt? Wo haben wir ihn denn? Ist er weit hinten? Hier unten ist er. Prädestiniert gleich dafür, den hier gleich umzuboxen. Der hat nämlich nur 7. Und den Troll haben wir direkt mal zum Boden geschickt und aus dem Spielfeld befördert. Perfekter Start. Gut gemacht, Engai. Kannst du auch mal direkt... Oh, ne? Du hast ja hier... Ein Gobbo vor dir, den kannst du direkt mal hauen. So, wir haben blocken den Gegner nicht, also auf ihn. Bam. Und hier einmal den Skaven hauen. So, das hier, wo ist der Stärke 4 Typi? Das ist der Starspieler. Wo ist der Stärke 4 Typi? Der hat noch einen Typi mit Stärke 4. Ach, der hat den Ball. Ah, okay. Kein Thema. Gut. So, Mischka. Hier. Zeig mal, ob was Knochenbrecher kann. Zack, seht ihr? Der wird so wütend jetzt. Ja. Rüstungswert 8 plus. Ja, der ist Rüstungswert 7, das heißt, wir müssen eine 8 oder höher würfen. Wir haben eine 5 plus 6. Erfolg sind durch. Und dann auf die Verletzung den Knochenbrecher hoch. Ja, das passiert. Sehr schöne Aktion. So. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, weil die kleinen Gobbos. Die ignorieren die Tackle-Zonen, weil sie da durchhuschen. Das heißt, das kann ziemlich nervig werden. Gobbos mit Agilität 4 sind zum Beispiel dann ziemlich fies. So, den sperren wir jetzt hier mal ein bisschen ein. So. Schauen, wie er sich da rauswindet. Ein Starspieler finde ich noch gerade so richtig witzig. Ich hoffe nicht, dass der uns hier böse gleich ein... Boah, ja, so nicht. Ja, läuft für uns gerade. Hier können wir weiter drauf rumprügeln. So, den Gobbo verprügeln wir auch. Leider hat er ausweichen. Aber zumindest stehen wir jetzt am Ballträger. Wir haben mit Koali keinen Blocken, leider. So, hier weiter. Jetzt haben wir mit Max Monster Blocken. So, dann wollen wir mal den Starsch... Oh, ne, hier ist ein Tackle-Zone. Der kleine Gobbo habe ich fast übersehen. So, hier. Weg mit dir. Bam. Und... den Starspieler mal wegblocken. Bam. So, wir stellen ihn hier weiter zu. Der wird auch geblockt. Schieben wir ihn nach hier. Im Idealfall schieben wir ihn jetzt nochmal und dann aus dem Feld raus. Jawohl, super. Und jetzt aus dem Feld. Perfekt. Weg mit dir. Jo, und der Mischka da hinten. Der wird sich jetzt mal um den hier kümmern. So, Rundenende. Ich
Gegner ist jetzt schon ein bisschen unter Druck, finde ich hier, weil sie zwei schlechte Runden gehabt. Der Troll direkt weg. Jo, das Ausweichen ist da nicht so einfach, auch wenn man die Tackle-Zone ignoriert. So, ist der wieder aufgestanden mit seinem Dingin-Typi da? Ja, ist er. Das heißt, wir hauen den Starspieler jetzt wieder um. Oder auch nicht. Bleiben mal am Ballträger stehen. So, und jetzt geben wir dem Mischka hier die Chance, nochmal mit seinem Knochenbrecher drauf zu hauen. Perfekt. Ja, diesmal kommt er zwar durch die Rüstung durch, aber leider trotzdem Bonus, nur zu wenig gewürfelt auf der Verletzungstabelle. Aber der Mischka rockt schon. Der ist ziemlich gut. So, hier. Ja, komm ey, die Goblins müsste da jetzt langsam richtig krass aus den Latschen hauen hier. Das ist doch ein bisschen peinlich. Gerade. Hier ist ein Negativblock, weil er ist... So, hier haben wir einen Dreifachblock. Weg mit dem Gobbo. Das erinnert mich daran, wie ich Griff im 91er Finale gegen Heikland auseinandergenommen habe. Oh ja, du hast ihm die Kniescheibe. Nochmal? Ja, der Ballträger ist jetzt hin. Glaubst du, dass ich nach dem Schlag wieder aufhabeln kann, Jim? Sehr schön. Dann haben wir nämlich auch noch einen Zweierblock auf den. So. Es ist quasi bis auf den Starspieler das gesamte gegnerische Team am Boden. Dann schauen wir mal. Was er hier mit seiner Bombe macht. Ich bin da ein bisschen Respekt vor, ehrlich gesagt. War wohl nix. Der Ball hüpft ja quer übers Spielfeld. Wie ich gehört habe, soll es auch Hundebälle geben. Die machen doch bestimmt noch halb so viel Spaß. Bälle aufheben kann der anscheinend nicht. So, wir prügeln weiter auf die Gobos ein. Was ein schlechter Wurf. Na dann, gute Nacht. Ja, wird wohl Zeit für ein kleines Nickerchen. Na, schieben ihn hier weiter nach außen. So, hier ist keiner mehr aufgestanden. Wo ist denn unser Knochenbrecher? Hier ist der Knochenbrecher. Versucht mal die Skaven hier wegzuhauen. Sehr schön, komm. Und durch die Rüstung durch. Ah, leider nicht. Leider nicht. In letzter Zeit hört man kaum noch etwas von den Heroes of Law. Stimmt. Für die Zuschauer, die es nicht wissen, die Heroes of Law wollen allen zeigen, dass es möglich ist, ein Spiel mit ehrlichen Mitteln zu gewinnen. Wahrscheinlich ist es gut so, dass man nicht fliegen wird. Er mag wohl ein Star sein, aber er fliegt auch nicht anders auf die Nase als jeder andere Spieler. So, ja, wir prügeln hier uns hier munter durch das Team irgendwie, das ist nicht sonderlich, wer könnte denn hier mal einen Touchdown machen? Der Zu mit einem Pass und einem Touchdown einen Aufstieg. Der Umbreon. Ja, der Umbreon. Der läuft jetzt schon mal in Stellung hier. So, einen Blitz haben wir schon gemacht. Und dann hier holen wir uns mit zu den Ball und versuchen zu schmeißen auf den Umbrion. Komm schon. Ah, aber Zu kann den Ball nicht aufheben. Ist ja auch flutschig, so ein Ball, ne? Also wir sind weit davon weg, unter Druck zu sein hier. Das gegnerische Team liegt permanent komplett am Boden. Und wie das jetzt wäre, wenn wir jetzt auf mehreren Leuten Knochenbrecher und Klaue hätten, dann wären die ziemlich im Arsch, glaube ich. Und dann wäre jedes Team im Arsch. So, weiter hier Prügelei. Da fehlen mir fast schon die Worte. Das war zwar hammerhart, aber absolut legal. Hin und wieder tauchen in Blood Bowl. So, wo ist denn der Mischka? Hier. Das stimmt. Es ist bestimmt nicht leicht. Der haut jetzt den hier um. Komm. Wiederholungswurf. Ah, wir haben beide blocken.
Ja, schade, schade, schade. So, den Gobbo müssen wir aber jetzt hier mal entsorgen. Der hat ihn wohl schlafen geschickt. So, mit Agility 4 schaffen wir das doch bestimmt, den Ball aufzuheben. Und auf den Umbreon zu schmeißen. Na. Ja. Auf die 2, ne? Tja. Auf die 3. Eigentlich müsste es auf die 2 sein. Egal. Hier setzt sich schon einer ab von denen. Nicht so geil. Ich will den niederschlagen. Ah, den Touchdown machen wir mit dem Umbreon hier. Kriegen wir schon hin. Noch so eine Aktion und der Spieler segnet das Zeitliche. So hart, wie es manchmal zugeht, ist unter dem Platz sicher gemütlicher als auf dem Platz. So. Schieben. Schieben. Durften nicht immer sicher von draußen ihre Sprüche einsetzen. Hast du nicht einmal in der Albion-Liga gespielt? Eine untere Liga, in der das Zaubern von draußen verboten war? Oh ja, das waren tolle Zeiten. Ich kann mich daran erinnern, dass viele Fans nur anreisten, um zu sehen, wie sich die Zauberer gegen eine Horde wütender Blood Bowl Stars behaupteten. Das knisternde Zischen eines Feuerballs, gefolgt vom typischen Knacken von Knochen, wie der Zauberer. Ja, wir müssen auch so ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt nicht auf von Hochnäsigkeit hier noch. Jetzt können Sie anfangen, nach vorne zu spielen. Das ist nur ein kleiner Schritt für einen Spieler, aber ein großer Schritt für jemanden. Ach, Umbreon, was kannst du eigentlich? Ich habe auch noch irgendwie für meinen Geschmack zu wenig Verluste verursacht. Irgendwie das, diese Underground-Teams hier, die musst du eigentlich ungestampft in den Boden rammen und mit 1000 Verletzten nach Hause schicken. Aber irgendwie... Komm hier, Backfisch, schau dir mal ein paar aufs Maul. So. Mischka. Doppelblock auf den. Komm hier. Ja, zumindest aus dem Feld. Da macht jemand erstmal ein Nickerchen. Und wird nach dieser Aktion so schnell nicht mehr aufwachen. Hey Bob, hast du schon mal von den Skaven Blight Scramblers gehört? Ja, Jim, das habe ich. Aber warum reden wir hier über die Skaven, wenn wir hier ein Unterweltteam auf dem Platz haben? Bleib bei der Sache. Ja, ja, ich weiß, Bob. Aber die Skaven Blight Scramblers sind dafür bekannt, die besten Spieler ihres Clans zu sein. Einige so, da ist der Touchdown. Oh, der Troll kommt leider wieder. Das war gut, dass er von vornherein weg war. So. Ja, die Aufstellung ist eigentlich ganz gut. Kick. Der Ball ist in der Luft und das Spiel geht. Kreischende Fans. Die Assassinen kriegen einen Wiederholungswurf. Ist der Starspieler gar nicht mehr auf dem Feld? Anscheinend nicht. Ach, der ist auf dem Feld gestellt worden, weil die seine versteckte Waffe ist entdeckt worden, nachdem der Touchdown gemacht wurde. Perfekte Sache. Ist nämlich dann doch nicht erlaubt, eine Waffe mitzubringen zu Blood Bowl. Wobei ich mich frage, wenn ihr irgendwann mal ein Zwergenteam gegen uns seht, die haben eine, naja, nicht ganz so versteckte Waffe. Die fahren mit einer riesigen Maschine aufs Feld. Aber werdet ihr dann sehen, wenn wir mal ein Zwergenteam gegen uns haben.
Also von der Grafik her freue ich mich auch schon tierisch auf Bloodborne 2. So, Bini, hol dir die Starspielerpunkte hier. Jawoll! Oh, Telefon. So, und den Troll müssen wir auch mal unboxen. Ja. Wo ist der Mischka? Mischka, wo ist unser Knochenbrecher? Hier vorne. Am besten so ein Skaven umhauen. Die Skaven sind nämlich noch die gefährlichsten hier. Komm, und weg mit ihm. Jawohl, korrekt. Ihr seht, das Knochenbrecher lohnt sich. Ja, ist jetzt mal gut. Ist jetzt mal gut. Wer will denn da schon wieder was von mir? Naja. Soll uns nicht am Spielen hindern. So, gucken wir mal hier, was hat er bis jetzt hier gebracht. Ja, das Knochenbrecher hilft. Definitiv. So. Ich könnte eigentlich das Spiel auch mal anfechten, weil es sind Gobbos auf dem Feld und ein Goblin-Schiedsrichter. Wenn der mal nicht parteiisch ist, ne, dann weiß ich auch nicht. So, versuchen wir noch einen Foul an dem Troll. Hat nichts gebracht. Und sonst haben wir nichts mehr in Reichweite. Das heißt, wir beenden die erste Halbzeit. Yay! Schauen wir mal. Yay! Die erste Halbzeit war den Spielern vorbehalten. In der Halbzeitpause können die Fans mal zeigen, was sie brauchen. Die Cheerleader von den Underworld-Teams ist auch ziemlich eklig. Guckt euch das mal an da. Und Bob, was hältst du von den Underworld-Creepers? Ich denke, das sind die Underworld-Team. Sie sind mein Lieblings-Unterwelt-Team. Und warum Bob? So, Anschluss Return. Wer kann denn hier noch was mal gebrauchen? Da haben wir schon Aufstieg. Hier, Plastiklöffel kann einen Pass werfen und dann Aufstieg machen. So. Hier vorne gegen die Skaven müssen wir eigentlich den Mischka einsetzen. Wo ist der Mischka? Ihr seht schon, ich bin ein bisschen geiler drauf, hier Verluste zu verursachen. Wo ist der denn? Das liegt hier vorne. Wieder hat er sich schon wieder versteckt. Da ist er. Hier. Zack. Und der Wretch ist Agility 4. Das heißt, er ist auch in der Lage, den Ball zu fangen. Und kann dann gleich mal einen Touchdown machen, um mal einen festen Aufstieg zu kriegen. So. Hier noch ein paar nach vorne stellen. Hier noch einen oben nach vorne. Und hier einen hin. So, und für den Fall der Fälle hier noch einen hin. Und dann nehmen wir den Kickoff an. Yay. Oh, ganz schön weit nach hinten. Tja, da müssen wir jetzt wohl erst prügeln. Hier. Aber nicht mit Koali zuerst, der hat nämlich keinen Blocken. Erst machen wir hier mit dem Mischka. Was klar? Jawohl, und schon wieder. Also der... Ne? Der hat jetzt schon 6 Starspielerpunkte, glaube ich, diese Runde. Und den Troll. Warum haben sich die Skaven den Unterwelt-Goblins angeschlossen, um Bloodborne zu spielen? Ich habe keinen blassen Schimmer. Aber vielleicht hat es etwas mit diesem Warpstein zu tun. Richtig geraten, Bob. Da beide abhängig von diesem Ding sind, haben sie beschlossen, ihn gemeinsam zu nutzen. Ah, also sehen wir heute ein Team, das aus 2 Warpsteinsüchtigen Rassen zusammengewürfelt ist? Ich weiß nicht, ob das eine so gute Idee ist, Chip. Na, immerhin haben sich da 2 gesucht und gefunden, Bob. Können Sie haben... So, den Pass mache ich jetzt noch nicht. So, jetzt können wir hier mal den Gobbo hauen. Wiederholungswurf. Ah, wir schieben ihn nur. Okay. Schade, schade. So, und dann heißt es hier
Gobbos hauen gleich. Und hier nach vorne Richtung Touchdown. Okay, hier haben wir noch einen. Der könnte sich eigentlich mal auf die andere Seite vom Troll stellen. Der Troll ist so ziemlich das Gefährlichste, was hier rumläuft. Solange der am Boden ist, ist gar nicht so verkehrt. So, da ist ein Blitz. So. Gobbo weicht aus. Ja, ich bin begeistert von diesen Knochenbrecher-Leuten. Yes, 2 Starspielerpunkte für Quali. Yay, aufstehen Quali. So, aufstehen hier. Ich verstehe. Also bedeutet das, dass sie uns ein blutiges Spektakel bieten werden. Das ist eine gute Nachricht, Jim. Jawohl, eine gute Nachricht für die Fans. Aber eine schlechte Nachricht für die Reinigungskräfte, die nach dem Match die Überreste der meisten Gegenspieler beseitigen müssen. Wenn er wieder zu sich kommt, sieht er doppelt. Nicht wenn. So, ich werde auch diese Runde noch nicht werfen. Das ist mir noch zu risky. Den Gobbo versuchen wir mal aus dem Weg zu räumen hier. So, und jetzt geht's gegen den Troll. Schieben. Und noch einmal. Und da liegt er, der Troll. Den Blitz haben wir schon, ne? Tja, zumindest einer von denen. Der Zug mal nach hier drüben. So. Mehr Tackle-Zonen sind mehr Tackle-Zonen sind mehr Tackle-Zonen. So. Ja, und Ende. Schau mal, ein paar scharfe Elfenschönheiten verkaufen Big Boots auf der Tribüne. Hey, ich hol mir auch einen. Bin in 5 Minuten wieder da. Seit wann magst du denn Big Boots? Gar nicht. Aber dafür umso mehr diese schönen Elfenschönheiten. Würde ihm nicht so das Blut aus der Nase und dem Mund herausströmen, könnte man meinen, dass er gerade eine Pause eingelegt hat. Tja, den Gobbo haben wir jetzt erstmal weg hier. Der nervt nämlich. Ah. Oh. Bumm, mitten ins Gesicht und danach noch einen Aufwärtshaken hinterher. Das macht Freude. So, nach vorne, wer ist denn hier der Geschicklichkeits-4-Typ? Den habe ich doch hier in die Ecke gestellt irgendwo. Da, okay, das heißt... Wir müssen zuerst... Nein, 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 keinen Pass werfen noch. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Wir hauen erstmal den Skaven hier. Den Skaven Blitzer. Bautsch. Und dann hauen wir ihn nochmal. Ach, schade. Bringt alles nicht so viel. So, der Ratch kriegt jetzt gleich einen Pass. Und ich hoffe, dass Plastiklöffel das nicht verbaselt. Toller Pass. Jo, sehr schön. Keine Sekunde gezögert. Nice, nice. So, dann können wir hier den Backfisch nach vorne ziehen. Falls der Gobbo hier auf die Idee kommt, ja, nachher nach hinten zu laufen. Du hast deine diesjährigen Bonuszahlungen ausgehandelt, ohne mir etwas davon zu sagen. Nimm die Axt runter, Jim. Ich kann das alles erklären. Nimm sofort die Axt runter. Da teilt aber jemand kräftig aus. Der Troll geht auch wieder auf die... Ja, und aus dem Spielfeld. Jawohl, so muss das doch sein. So, und dann können wir nämlich den Engguy nach hier oben ziehen. Dann kann er sich gleich um die Skaven hier kümmern. Und wir haben ein runden Ende erstmal. Sieht gut aus. Ja, da kommt der Gobbo wieder angelaufen von hinten.
So ein Blitz. Und wo haben wir den Mischka? Der kann doch hier wieder rocken ohne Ende. Wo ist er denn? Hier unten, ne? Da machst du hier einen Block. Gegen den Skaven-Blitzer. Ach, schade. So, Ratch nach vorne. Go, 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 go. Und hier einen hin. Ah, nee, faulen wollen wir nicht. Wir stellen uns nur hier schön um den Kollegen herum. Die Schiedsrichtergilde hat beschlossen, für jedes Spiel so anzuheuern. Eine weitere tolle Idee. Und was soll ein einziger Leibwächter gegen all die Fans im Stadion ausrichten? Stimmt, das könnte vielleicht ganz lustig werden. Ah, der Gobo hat Glück hier. Und hier unten ist noch ein Gobo, den schnappt sich der Umbreon, hoffentlich. So, der steht gut. Okay, alles klar. Ah, ist so einfach rausgelaufen. Naja. Auch hier einfach rausgelaufen. Der jetzt auch noch einfach rausläuft. Nee, schade. Der wird hoffen, der wird wahrscheinlich nicht aufstehen, aber... So. Wer kann denn hier mal... Der Aloridas, der versucht mal hier ein paar Sparspielerpunkte zu heimsen. Schade. Okay. Mischka. Blitz auf den Gobo. Wiederholungswurf. Ach, schade. Tackle kann er gut gebrauchen noch. Ja, komm, das ist jetzt eh ein blödes Positionsspiel. Hier, wir brauchen den Touchdown und fertig. Kriegen wir vielleicht noch einen hin, ne? Yeah, Ratch. So. Ja, das gegnerische Team sieht jetzt nicht so beeindruckend aus. Das heißt, wir stellen uns hier offensiv bis zum geht nicht mehr einfach an. An die Linie. Chaoskrieger nach außen, weil es da am ehesten Potenzial gibt zum Durchbrechen. Vielleicht den Aloridas nach hinten. Und dann geht's los. Und dann gucken wir mal, ob wir es nochmal schaffen, einen Touchdown zu machen. Schneller Angriff. Okay. Wo ist denn hier unser Schlechter? Der ist hier. Also frei zum Laufen bisher. Allerdings weit weg vom Ball. Schade. Was für ein Kampf. Sowas würden wir gerne öfter sehen. Wie brutal. Ja, das ist was fürs Auge. Okay, möge das Kaputthauen beginnen. Fangen wir hier an. Zack. So, dann mit dem Chaoskrieger hier rüberlaufen. Aufstehen. Hier können wir auch noch mal reinhauen. Jawohl, das gibt Starspielerpunkte für den Zu. Das schauen wir uns noch mal in Zeitlupe an. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das nur eine Fleischwunde. 10 Zentimeter tief. Weißt du, was passiert ist, als 2480 die Underworld... Packfisch. ...gespielt haben? Ich kenne mich mit den historischen Fakten der Unterweltteams nicht wirklich. Wir haben keine Wiederholungswürfe mehr, das ist ein bisschen doof. Okay, die Grasshackers hatten 12 Spieler anstatt 11. Sie sind nämlich mit zwei Halblingen aufgelaufen, die aufeinander standen und als Oger verkleidet waren. Oh, die haben sich ja wirklich was einfallen lassen. Und dann? Ganz
einfach. Der Kapitän der Creepers hat beide aufgegessen und dann ging das Spiel weiter. Ah, das ist Blood Bowl. Hauen wir den Troll um. Schade, leider nicht. So, und noch den Elori das wieder Richtung Ball, weil mit dem will ich eigentlich einen Touchdown machen, wenn es denn dann möglich ist. Zwei Runden noch. Müsste eigentlich noch näher ran. Hoffen wir mal, dass er jetzt nicht hier ausweichen kann. Der Gobo ist schon mal raus. Backfisch ist nicht so einfach niederzuschlagen. Du hast immer noch ein Problem, dass du einem Chaoskrieger gegenübersteht, auch wenn es der Umbrun ist. Ist doch der Umbrun, ne? Ja. Der kann auch noch schön zwei Starspielerpunkte gebrauchen eigentlich. Hier ist ein Goblin entwischt. Der Troll will sich hauen. Arme Retch. So. Machst du was mit dem Ball oder machst du nichts mit dem Ball? Und andere seltsame Organe. Vor allem Margot Todeskritz. Oh ja, ich erinnere mich an ihn. Sein Kopf sah so sehr wie ein Ball aus, dass ein Schwarzock... Überleg. Ja, zwei Touchdowns in einem Spielzug kommen selten vor. Ach, da ist unser Spielzug. So, den haben wir schon mal down. Den Ball haben wir auch down. Den Ballträger zumindest. So. Okay. Das ist Backfisch. Jetzt haben wir mit Loris gehauen. Das ist natürlich auch nicht so geil. Max Monster könnte auch einen Touchdown machen. Guadi könnte einen Touchdown machen. Wen haben wir denn hier zu? Machen erstmal, wo ist denn Knochenbrecher? Hier. Gegen den Troll. Aber gut, der hat Verteidigung 9. Autsch! Voll auf die Knolle! Ab jetzt wird er bestimmt Probleme beim Schuss. Probieren wir es mal mit dem Knochenbrecher gegen den Troll. Na? Ja, klappt nicht. Was für ein Geschick! Was für ein Stil! Was für eine Vollkommenheit! Was für ein... So. Vorne. Ich bin ja jetzt für einen Blitz zu machen. Die Zuschauer sind der Meinung, dass die Liga die wenigen friedfertigen Fans aus den Tribünen verbannen sollte. Da haben sie auch recht, wenn man bei dem Spaß nicht so nach vorne zu laufen. Da steht er jetzt. Der Backfisch. 6 Felder. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, es ist ja, ganz schön schlecht. So, hier, Beanie könnte einen Touchdown machen, aber der kann den Ball nicht aufheben. Ich glaube, am ehesten gebrauchen von denen, die dann da jetzt noch stehen. Hier, der Koali, der braucht noch dringend Blocken. Probieren wir das Ganze doch mal aufheben. Oh, mit Agility 4, Engai. Oh nein! Naja. Steht der Troll wieder. Hat da jemand zwei linke Hände oder was? So. Es gibt Teams, die einfach von der Bildfläche verschwunden sind. Ja, und den Troll jetzt mal weg hier. Genauer gesagt sind diese Mannschaften, nachdem sie jahrelang keinen einzigen Sieg holen konnten, von ihren Fans. Und der Mischka macht hier mal einen Blitz. Der Mischka hat blocken. Endlich lässt hier mal einer seine Muskeln spielen. So gegen Ende des Spiels lässt er ein bisschen nach.
So, Ball aufheben auf die 2 plus und übergeben an... Sehr gut. Und das ist der Touchdown. Ja, hätte man ein bisschen besser vorbereiten können, dann hätte der Alore das vielleicht hinkriegen können, aber naja. Muss ja auch Ziele für die folgenden Spiele haben. So, ja, ich kann das eigentlich so annehmen. Steht alles eigentlich ganz gut. Ich glaube nicht, dass die Skaven und Gobbos und Trolle hier jetzt noch großartig mit ihren restlichen Spielern, die sie noch zur Verfügung haben, in dem einen zu groß Schaden machen können. Unglaublich, wie kann man den Ball fangen und gleichzeitig auch noch der Menge zuwinken? Ja, das geht manchmal. Der Troll ist blöd. Verliert sogar seine Tackle-Zonen. Das ist halt immer der Nachteil in diesen großen Viechern. Die haben alle immer irgendeinen Nachteil, dass es auch sein kann, dass sie ihre Aktionen verlieren. Aspekt. 50.000 Gold, das ist genauso viel, wie wir brauchen für unseren Minotaurus. Das heißt, wir behalten das. Auch wenn es besser geht, aber... So, wer ist MVP geworden? Das ist die wichtige Frage. Der Eloridas, und damit hat er seinen Ausstieg doch gekriegt. Perfekt. Perfekt. So. Wir haben hier 4 Aufstiege, Leute. Der Beanie ist endlich aufgestiegen, noch eine Stufe. Das heißt, endlich eine Stufe, er ist überhaupt in die erste Stufe. Sein Genickbruch macht ihm immer noch zu schaffen. Aber jetzt hat er wenigstens Blocken. Ja. Plastiklöffel, unser nächster Spieler mit Blocken und Knochenbrecher. Der Ratch hat auch noch nichts bisher. Kriegt auch Blocken. Das heißt, wir haben jetzt fast auf jedem Blocken. Und der Eloridas kriegt auch Blocken. So. 150.000 und Spieler kaufen. Und weil der Bero sich ja so angeboten hat, gehen wir doch mal hier in das Menü und begrüßen unseren neuen Minotaurus. Können wir ihn noch ein bisschen verändern. Hier. Willkommen Minotaurus Beru im Team von der Nerdpool Chaos Squad. So. Da ist er mit der Nummer 12. Mal sehen, ob er uns gute Dienste leistet. Und ich bin auch mal gespannt, wenn wir drin nur 11 Spieler aufstellen. Es wird jedes Mal eine interessante Sache, wen wir denn dann nicht aufstellen. Am Beginn des Spiels. Der Mischka hat ordentlich gewütet beim letzten Mal. Ich glaube, Plastiklöffel wird jetzt auch ordentlich wütend, jetzt wo sie Blocken und Knochenbrecher hat. Ja. Bis jetzt sieht es schlimmer aus für Ratch, weil er jetzt mit den wenigsten Punkte. Und für Beanie mit seiner Agility 2. Naja, wir werden sehen. Lasst euch überraschen beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Blood Bowl. Tschüss!